Herzlich willkommen bei Lyrik Total, heute mit Odile Kennell. Und unser Moderator ist Burkhard Meyer-Sickendy. Ja, hallihallo, liebe Lyrikfreunde. Wir sind heute hier im Lido in Berlin zu einer Folge von Lyrik Total. Ich habe drei Schüler aus dem grünen Campus Malchow zu Gast aus der 11C, nämlich Levi, Manav und Marco. Hallo. 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 Geht's euch gut? Ja. Ja, sehr gut. Wunderbar. Wir wollen heute über Snapshots in der Lyrik sprechen. Levi, was sind denn Snapshots? Also der Begriff Snapshot steht für ein bestimmtes Verfahren, das sich in der Bundesrepublik Deutschland gegen Ende der 1960er Jahre entwickelt hat. So entwickelt wurde das von den sogenannten Alltagslyrikern. Ja. Und wer war da der Gründer oder der Erfinder dieser Lyrik? Also ein sehr wichtiger Mann in dem Fall, der daran beteiligt war, ist Rolf-Dieter Brinkmann. Hier sieht man ihn einmal besonders. Er hat im Jahr 1968 den Begriff Snapshot besonders definiert in seiner Notiz aus dem Gedichtband Die Piloten. Und sinngemäß hat er einfach wiedergegeben, dass der Snapshot eine Art Momentanaufnahme ist, die einen unwichtigen oder einen ungenauen Moment besonders beschreibt, so kurz im Moment auch sein mag. Der Snapshot, das ist eine Momentanaufnahme und das kommt ursprünglich aus der Fotografie, weswegen sich Rolf-Dieter Brinkmann auch dessen bereichert hat, dessen seinen eigenen Macht hat, um seine Gedichte einfach zu illustrieren durch diese Fotografien. Ja, spannend. Wir hören uns einfach mal ein Beispiel für Snapshots in der Lyrik an. Ein Gedicht von Rolf-Dieter Brinkmann mit dem Titel Einen jener Klassischen, vorgelesen von Odile Kennell. Einen jener klassischen schwarzen Tangos in Köln, Ende des Monats August, da der Sommer schon ganz verstaubt ist, kurz nach Ladenschluss aus der offenen Tür einer dunklen Wirtschaft, die einem Griechen gehört, hören ist beinahe ein Wunder. Für einen Moment eine Überraschung, für einen Moment aufatmen, für einen Moment eine Pause in dieser Straße, die niemand liebt und atemlos macht beim Hindurchgehen. Ich schrieb das schnell auf, bevor der Moment in der verfluchten, dunstigen Abgestorbenheit Kölns wieder erlosch. Ja, das war ja sehr spannend und ich sehe auch schon, Marco, du hast es an die Tafel geschrieben, das Gedicht. Was ist denn da zu finden in diesem Gedicht, einen jener klassischen? Ja, genau. Also dieses Gedicht eignet sich sehr gut, um eben den Snapshot zu charakterisieren. Zum einen sieht man, dass das lyrische Ich am Anfang direkt in das Geschehen eingeworfen wird. Also in den ersten Versen wird sofort der Moment benannt. Und ebenso schnell verlässt dieses lyrische Ich auch wieder den Moment. Hier steht es, dass er es schnell aufschreiben musste, bevor der Moment wieder sich verflüchtet. Aha, das ist also ganz kurz. Und was ist das Besondere an diesem Moment? Kann man das sagen? Nun ja, also der Moment wird eben als exotisch dargestellt, obwohl er eigentlich alltäglich ist. Also dieser Tango, der ist eben etwas sehr Lebendiges und steht im Kontrast zu der eher toten Stadt Köln. Mhm. Und das wird halt in diesem Gedicht hervorgehoben. Aha, das ist also ein Snapshot. Jetzt verstehe ich das. Und Manav, ich glaube, da gibt es auch noch andere Lyriker, die das gemacht haben. Also der Rolf-Dieter Brinkmann, was er sich da ausgedacht hat, das war doch sehr einflussreich. Hast du ein Beispiel für Lyriker, die das auch gemacht haben? Ja, es gibt natürlich viele, aber ich habe mir jetzt mal Thomas Klinger rausgenommen, weil er ein sehr spezieller Alltagslyriker war. Er hat in seinen Frühwerken viele Unterschiede gehabt zu den anderen Alltagslyrikern. Zum Beispiel hat er seine Gedichte anhand einer völlig neuen Sprache entwickelt und geschrieben. Und das hat er vor allem gemacht, indem er die gänzlich überraschende Form des sinnlichen Erlebens rübergebracht hat. Mhm. Also er hat sozusagen so das ganze Gedicht so gemacht, dass man sich das richtig vorstellen kann. Und genau, was auch sehr, sehr entscheidend war bei seinen Gedichten, der Aspekt zum Beispiel, dass er sehr fixiert war, also eine extreme Fixierung auf die Situation, die gerade stattfindet, und hat es sich immer mehr zugespitzt.
Und am Ende, wie Marco auch schon gesagt hat, verblasst es einmal ganz schnell. Mhm. Das ist ja genau ein Snapshot. Du hast auch ein Beispiel mitgebracht, ein Gedicht, was einen ganz witzigen Titel hat. Wie heißt das? Ja, das heißt Stockholm Kopf 2, Rheinisch. Mhm. Genau, und da geht es schon, wie man hört, um Stockholm. Und was mit diesem Kopf auf sich hat, ist halt, dass das Ganze ist ein Snapshot und er stellt sich das so ganz kurz vor und das in dem Moment ist er halt ein Stockholm-Kopf. Und genau, da geht es halt um Stockholm und auch mit ganz unnötigen Details, die er nennt, was er vielleicht mal irgendwo aufgegriffen hat. Er sagt zum Beispiel, dass es auch Venedig des Nordens genannt wird, also Stockholm. Und genau, das ist natürlich auch wieder ein Merkmal für einen Snapshot. Mhm. Ja, super. Kannst du denn auch aus dem Gedicht was vorlesen, damit man so eine Vorstellung hat, wie so ein Snapshot da funktioniert? Ja, also ich habe hier einen Ausschnitt. Für einen Moment verzücktes Licht, Möwenbehockung, behockte Reling und Holm, hab ich so Holm im Blick, so Holmblick, weh Venedig des Nordens. Und dann heißt es am Ende, glaube ich, sogar abgeschrobbt, mein Stockholm-Kopf. Genau, abgeschrobbt. Also das wird dann direkt sozusagen, wie ich auch schon erwähnt habe, wird immer direkt einfach so verblasst. Also das ganze, die ganze Situation wird innerhalb einer Sekunde abgebrochen. Okay, also jetzt verstehe ich, was ein Snapshot ist. Das ist also eine ganz kurze Momentaufnahme und danach ist es schon wieder weg. Ja, Manav, Marco, Levi, das war wirklich sehr spannend, was ihr da heute erklärt habt. Also Snapshots in der Beat Poetry bzw. in der Alltagslyrik. Ein ganz spannendes Verfahren, was dann auch weitere Lyriker inspiriert hat. Es gibt sogar zeitgenössische Lyrikerinnen wie Odile Quesnel, die wir gerade schon gesehen haben, die das verwendet haben. Und ich habe ein Interview mit ihr geführt und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, Odile Quesnel, ich freue mich ganz doll, dass wir dich heute hier haben in der Sendung. Du hast ein Gedicht von Rolf-Dieter Brinkmann vorgelesen, einen jener klassischen. Was bedeuten solche flüchtigen, epiphanischen Alltagsmomente in der Lyrik, auch in deiner Lyrik? Dieses leicht Schnoddrige, was so diesen Alltagsmomenten eine Magie verleiht, was ich so Epiphanie des Alltags nenne, das ist immer wieder was, was mich anspringt im Regelrecht. Also nicht nur bei Brinkmann, auch in anderen Sprachen, also lateinamerikanische Dichterinnen haben das auch teilweise. Ich glaube, ich spreche immer wieder auf eine Lyrik an, die eben nicht mit Metaphern arbeitet, die dieses Magische, an was ich trotz allem auch glaube in der Lyrik, einfach in diesen Alltagsmomenten erfasst, indem sie die in dieser Linie des Alltags wahrnimmt und pointiert und zu was ganz Besonderem macht. Und ja, das, also der Alltag ist für mich ganz essentiell, zum Beispiel auch in meiner Lyrik. Ich konnte zum Beispiel am Anfang der Pandemie überhaupt nicht mehr schreiben, weil genau diese Alltagsepiphanien, die waren weg. Es gab nichts Ungeplantes, es gab kein Rausgehen, keine Momente, die irgendwie anders waren als die anderen. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig das auch für mein eigenes Schreiben ist. In deinem Gedichtband, da gibt es ja auch ein Widmungsgedicht zu Rolf-Dieter Brinkmann. Das würde vielleicht ganz gut passen, das mal kurz vorzulesen. Genau, und ich kann noch kurz noch was dazu sagen. Ja, das ist ausgegangen von einer Zeile aus einem Gedicht von ihm, Westwärts, ein ziemlich bekanntes Gedicht. Und das sind andere Entstehungsmomente auch von Gedichten, wo quasi eine Zeile aus einem Text oder meistens einem Gedicht, den ich lese, eine Zeile, die ich lese, genau diesen Effekt hat, dass es mich anspringt. Und bei Brinkmann ist es natürlich dann vermittelt, diese Momente, die mich gelesen, anspringen und wieder zu einem Gedicht inspirieren, sozusagen. Ja, liest es doch mal vor. Genau. Und dann fing ich noch einmal mit der Zeile an. Auf einmal, da war ich an dieser Stelle, aus meinem Leben heraus. An dieser Stelle war, wenn man genau hinsah, nichts Nennenswertes, kein Nennwerk, kein Ding, kein Name für das Ding. Hätte ich geklopft, man hätte mich vielleicht hereingelassen. Ich brauche dieses blasse Licht im März, sage ich. Ich brauche es, am Samstagnachmittag das Klirren der Glascontainer zu hören und dabei zu denken, dass ich an nichts denke. Ich brauche es, dass ein Schuh nur ein Schuh ist, ein Kühlschrank und der Wecker da draußen, der jeden Tag um die gleiche Zeit piept. Nur ein Wecker da draußen, der jeden Tag um die gleiche Zeit piept. Diese neue Zeile, die ich beginne, endet vielleicht nie oder hebt ab, so wie ein Hund hinausliefe, nur weil die Tür offen steht. Das Wunderbare an diesem Gedicht ist, dass in diesen ganz kurzen Momenten trotzdem ganz viel vom sozusagen lyrischen Ich drin ist, also die Person, die da bei Brinkmann ja eigentlich auch angesprochen ist in dieser Zeile, die du zitierst. Was heißt das, wenn man in einem ganz kurzen Moment
ganz stark enthalten ist, obwohl es ein Alltagsmoment ist. Eigentlich eine ganz spannende Idee. Wie funktioniert das bei dir? Ich weiß nicht, was das heißt, aber ich weiß, dass ich meine Subjektivität keinesfalls zu verstecken suche. Und ich finde eben auch, dass das genau das mich an Brinkmann fasziniert. Diese letztlich radikale Subjektivität, aber ohne, dass es so eine Innerlichkeit ist, so eine biedermännische Innerlichkeit oder wie auch immer. Es ist eine radikale Subjektivität, die aber durch dieses Schnoddrige gleich wieder weggeschoben wird. Mhm. Und das hat dann was, trotzdem was wirklich, eigentlich was Zärtliches auch bei ihm. Mhm. Diese Mischung aus Schnoddrigkeit und Zärtlichkeit, ich glaube, das spricht mich sehr an. Ich sage mal, mich sprechen Gedichte an, die irgendwo zwischen Selbstironie und Melancholie lavieren. Und das andere, was mich an Brinkmann eben so fasziniert und was letztlich auch in diesem Gedicht dann ausformuliert ist und ein Stück weit auch meine Poetik ist, eben, wenn ich ein Ding meine, dann meine ich ein Ding und nicht irgendetwas Großes, Mysteriöses dahinter. Mhm. Und ob das dann Menschen dahinter, ob das dann so eine Öffnung ist, dass jemand dahin kommt, das überlasse ich den Leserinnen. Aber für mich, wenn ich Kühlschrank sage, dann meine ich Kühlschrank und nicht, es gibt auch ein anderes Gedicht, da sage ich, wenn ich Kühlschrank meine, meine ich Kühlschrank und nicht CO2-Ausstoßer oder irgend sowas anderes. Also da mache ich mich auch wieder darüber sozusagen lustig. Wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das war sehr hilfreich, auch um das zu verstehen, was Snapshots sind, was sie heute sind und was sie noch für einen Stellenwert haben. Und ich war sehr erfreut, mit dir heute sprechen zu können. Tja, vielen Dank für die Einladung. Ja, liebe Lyrikfans, das war unsere Sendung Snapshots in der Beat Poetry aus der Reihe Lyrik Total. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es da heißt: In der Schule lernt ihr wohl Reimform, Metrum und Symbol. Altes Zeug aus Goethes Zeiten müsst zum Test ihr vorbereiten. Doch wie klingt die Lyrik heute? Das erfahrt ihr, liebe Leute, hier bei uns, Lyrik Total. Tschüsschen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.